Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines Mast und Sit hier bei Heisenberg Zock. Da hinten liegt unser schönes Städtchen, ja, und hier haben wir unser neues Ausflugsziel, nämlich mit der Sesselbahn nach da oben. Nee, Moment, ach du Grüne, da oben ist es. Und da haben wir noch die Zwischenstation, die ist erreichbar mit diesen Gondeln, anders ging's nicht. Wir konnten es ja nicht verbinden. So, jetzt brauchen die hier aber noch Wasser und Strom und Co. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Mitfahren möchte ich dann natürlich auch noch. Fährt man mit zu einer Seilbahn? Doch, eigentlich schon. Das ist kein Fliegen. Nicht wirklich. Gut. Strom und Wasser. Wir verbinden zuerst mal die Straße. Also, welche Straße führt uns denn hier zu unserem Ausflugsziel? Sag mal hier, ihr mit eurem Wasser. Einiges bisschen. Ja, irgendwie klappt das immer noch nicht. Jetzt kommt es einfach von hier oben, schwappt hier rüber. Okay, bevor wir irgendwas machen, werden wir hier nochmal kurz das Ganze erhöhen. Das ist ein bisschen wie täglich grüßt das Murmeltier. Vor allem, wenn ich es nicht finde. Hier war's. Nee, hier war's eben nicht. Hier war's. So, einmal rauf. Jedes Mal müssen wir hier wieder nachlegen. Aber okay, wenn das so ist, ist es so. Jetzt wissen wir's. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Selbst wenn wir glauben, wir haben es eben dann doch noch nicht. Irgendwas kommt dann immer noch mal dazu. Wenn wir jetzt hier noch mal gucken. Ja, jetzt müsste aber... Nee, jetzt haben wir hier wieder so eine Stelle. Wir müssen hier auch höher werden. Irgendwie steigt der Wasserpegel. Das heißt, diese Mauer, die wir hier gezogen haben, die erschöpft sich dann irgendwann von alleine. So, jetzt haben wir hier aber wirklich einiges bisschen... Das müssen wir dann wirklich definitiv noch ein bisschen schöner hinkriegen. Das würde ich auch meinen. Aber jetzt für den Moment geht es einfach wirklich darum, das Wasser hier in seine Bahn zu lenken. Und das müsste so eigentlich ja klappen. Sage ich jetzt auch schon seit einigen Folgen. Und es klappt ja tierisch, wie man sieht. Aber wir brauchen auch ein bisschen Geduld. Ich möchte ja nicht hier riesen Berge, Hügel hinstellen, wenn es nicht sein muss. Sondern deswegen mache ich das hier nach und nach. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass es hier unten dann eh gleich wieder rüberläuft. So, man sollte nicht mit Wasser spielen. Eigentlich heißt es, man sollte nicht mit Feuer spielen. Aber mit Wasser offensichtlich auch nicht. Doch, sollte man, denn es macht nämlich einfach Spaß. Ich liebe es, wenn man hier ein bisschen rumbasteln kann. Wenn nicht alles einfach rund läuft, das ist zehnmal interessanter. So, also eine Straße. Wir schauen mal. Ich würde sagen, das ist eine Ausflugsstraße. Die haben sich also durchaus auch das eine oder andere Bäumchen verdient. Vielleicht sogar eine Brücke hier rüber. Kriege ich hier eine Brücke rüber? Hier kriege ich eine Brücke rüber. Na, dann lassen wir uns das aber sicher nicht entgehen. Wenn es schon eine Ausflugsstraße wird, wird das eine Ausflugsstraße? Das andere ist einfach ein Ausflugsziel. Ja, irgendwie wird das dann auch eine Ausflugsstraße. So, hier rein. Zack. Doch nicht. Okay. Ich wollte gerade sagen, man müsste hier noch einen Wegweiser hinstellen können. Das hätte noch was Nettes. Dass es da eben zum Ausflugsziel hochgeht. Gut, die Straße hier oben und die hier, die werden wir ganz sicher nicht verbinden. Das wird auch kaum funktionieren. Die sind ja wirklich nur da, damit wir eben die Station hinstellen konnten. Und damit wir hier sonst noch ein bisschen was hinstellen können an Gebäuden. Irgendwas, was eben Touristen anlockt. Gut, also jetzt haben wir die Straße. Jetzt bräuchten wir das Wasser. Das holen wir uns mal von hier, würde ich sagen. Das geht mal hier rauf. Und dann kommen wir hier tatsächlich relativ einfach den Berg hoch. Das ist noch interessant. Gut, Wasser ist erledigt. Strom, vielleicht sogar irgendwie ein bisschen was Eigenes noch hier unten hinstellen. Da müssen wir den Strom nicht von weiß ich nicht wo holen. Wie viel Strom haben wir denn insgesamt? Das gucke ich jetzt erstmal. Wir haben ja erst gerade gebaut. Wir haben eigentlich genug, aber kann man genug Strom haben? Warum nicht mal wieder ein Solarkraftwerk? Was machst du genau nochmal? Ein bisschen Lärm, das ist egal hier unten. Das interessiert eigentlich keinen. Und weil es nett aussieht und nicht funktioniert, ich hätte jetzt gern hier noch ein Teil gehabt. Dass wir zwei haben. Einfach der Optik zuliebe. Aber da haben wir genau die Straße falsch gebaut. Oder wir ziehen hier... Moment, wisst ihr was? Wir ziehen die Straße hier noch ein bisschen rauf. Machen daraus aber einen Feldweg. So, gehen wir hier vorbei. Und stellen da hinten nochmal so ein Teil hin. Dann sieht man die nämlich hier von der Gondel aus dann. Wenn es wirklich funktioniert. Aber ja, das sollte eigentlich funktionieren. Warst du das? Sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Weil es weiter unten ist. Okay, machen wir. Und hier gleich nochmal. Wir haben ja das Geld. Was soll's? Dann sieht das doch auch gleich wieder ein bisschen belebter aus, das Ganze. Hier hinten vielleicht noch das eine oder andere Häuschen hin. Wir gucken. Nachfrage haben wir ja auch schon wieder ein bisschen. Okay, jetzt müssen wir aber den Strom
und das Wasser hier auch noch entsprechend ändern und natürlich den Strom noch auf den Berg bringen. Mal gucken, wie wir das schaffen. Das schaffen wir, wenn wir Glück haben, hier mit diesen Stromleitungen. Wenn wir Pech haben, brauchen die hier oben im Prinzip eine eigene Stromversorgung. Können wir auch machen, aber wir schauen mal. Kriegen wir das hier runter? Das habe ich befürchtet, dass das eher schwierig wird. Ja, doch, einen kleinen Schritt müsste eigentlich gehen. Ist zwar schade für den Berg, sozusagen, aber ist wieder etwas mehr, was wir dann von der Seilbahn aus sehen. Okay, mal hier rüber. Und jetzt, wenn wir hier Page Up machen, müssen wir doch hier noch rüberkommen. Zack, kommen wir auch. Dann fahren wir unter der Stromleitung durch. Das ist schon mal perfekt. Und jetzt darauf. Mal gucken. Da sehe ich eher schwarz. Zumindest wenn wir hier lang gehen, wird es nicht klappen. Oh doch, das klappt sogar. Wow. Zack. Und dann hier rein. Irgendwo hat man eine Stelle, da funktioniert. Zack. Krass, was man nicht alles machen kann. Und dann haben die tatsächlich hier oben Strom. Wenn wir jetzt hier mal in den Ego-Modus gehen. Oh. Doch, es geht. Ich dachte gerade, vielleicht fallen wir durch den Berg durch, aber wird erkannt. Boah, das ist doch nicht schlecht, würde ich mal behaupten. Jetzt mal die Aussicht. Hier oben muss irgendwie dann noch eine Plattform hin. Ja, man sieht von hier aus nicht wirklich viel. Aber wenn wir hier rauf gehen. Jawohl, wow, da sieht man das ganze Städtchen. Oh, das ist ja cool. Genauso wollte ich es eigentlich. Jetzt müsste man einen Zoom haben. Können wir hier ein Fernrohr hinstellen? Also hier muss definitiv irgendwas Ausflugiges hin. Das ist ganz klar, damit sich das Ganze auch lohnt. Da unten die Talstation. Ja, klasse. Gefällt mir gut. Sehr schön. Was fehlt hier oben noch? Alles mögliche. Oh, der Strom. Irgendwie der Strom funktioniert nicht. Warum? Ah, hier haben wir einen Fehler drin. Moment. Kann ich das noch verbinden? Nee, das geht nicht. Okay, müssen wir neu machen. Aber das wird funktionieren. Moment. So, von hier bitte nach hier. Dann wird das da abgerissen. Was ist das denn komisches Moment? Zack. Zack. Hä? Was habe ich denn jetzt installiert? Dann wird alles... Seht ihr das? Wenn ich ein neues Teil baue, dann wird das alte abgerissen, weil dann das alte nicht funktioniert. Ja, aber dann müsste ja das neue nicht funktionieren. Dass man das neue Teil nicht bauen kann. Und nicht, dass man das neue bauen kann und dann das alte ersetzt wird. Das ist ja ganz interessant. Okay, nochmal gucken. Zack. Zack. Jetzt klappt. Sehe ich das richtig? Doch, es ist blau. Gut, jetzt haben sie Strom. Und hier oben ist auch noch alles okay. Jawohl, sie haben auch Strom. Wasser haben sie ja sowieso. Passt also alles. Jetzt muss ich sagen, jetzt habe ich ein bisschen Respekt davor, hier oben irgendwas zu machen. Ich habe Angst, dass ich da irgendwas kaputt mache. Aber wir können es ja wieder korrigieren. Hier zum Beispiel diese Platte, das ist ganz klar. Hier gehören Bänke und Co. hin, aber ich weiß nicht mal, ob wir Bänke haben. Da müsste man mal gucken. Sollen wir mal mitfahren? Ich würde sagen, wir fahren mal mit. Die Zeit nehmen wir uns. Also gehen wir mal nochmal in den Ego-Modus. So, schön hier lang. Düsen wir hier rein. Da hat's Bänke. Genau die habe ich gemeint. Genau so was Ähnliches müsste man da oben noch haben. Wie kommen wir denn jetzt da oben rein? So nicht. Das müssen wir anders lösen. Moment. Wir steigen hier mal ein. Klicken hier. Aha, dann sind wir über der Bahn. Okay. Mal gucken, was man hier für eine Aussicht hat. Die müsste eigentlich auch relativ krass sein. So, da unten. Ja, da sieht man schon ein bisschen was. Wow. Uiuiui. Okay, ja, eine Seilbahn halt. So macht die natürlich Sinn. Wir haben ja schon zwei Seilbahnen. Die sind aber eher städtisch. Und das hier ist natürlich eine Seilbahn. Ja, die führt uns tatsächlich hier der steilen Klippe entlang runter zur Talstation. Cool, gefällt mir gut. Wir müssen da bei der Talstation natürlich irgendwie noch Busverbindungen und Co. machen. Aber jetzt genießen wir erstmal in Ruhe die Fahrt. Und eben da oben irgendwie eine Plattform. Ich muss mal gucken. Ob ich im Off nicht noch mal gucke, aber... Ich muss mal gucken, ob ich im Off nicht mal gucke, genau. Aber nicht irgendwo eine Mod haben für so eine Art Picknickplatz.
Wir haben einen Picknickplatz, aber der passt da oben nicht hin. Das weiß ich jetzt schon. Das ist so eine fertige Platte sozusagen. Ich möchte einzelne Assets haben. Aber ich werde mich mal informieren. Also da machen wir jetzt noch nicht viel. Da oben würde ich vorschlagen. Da gucke ich erst, ob ich was Vernünftiges finde dafür. Aber hier unten die Bahnverbindung bzw. Busverbindung noch hinmachen, das würde ich tatsächlich. Wir können auch gucken, ob wir noch eine U-Bahn hinkriegen. Warum eigentlich nicht? Wenn es ja schon Ausflugsziel sein soll, sollte man das auch erreichen. Und da oben, eben, da werden wir dann noch irgendwas hinstellen, was ein bisschen Touristen anzieht. Da werden wir auch gucken. Da haben wir schon ein paar Bauten. Natürlich nicht ein Wolkenkratzer oder sowas, das würde dann doch eher deppert aussehen wahrscheinlich. Sondern, ich weiß auch nicht, ein Pool. Ne, ein Pool da oben ist ja noch döfer. Mal gucken. Irgendwas werden wir finden, was wir da hochstellen können. Ah, das Spiel. Es ist halt schon, es gibt eigentlich wirklich nicht viel, was man nicht machen kann. Der ganze Berg, der ist, ja, eine Eigenkonstruktion. Der war nicht vom Spiel vorgegeben. Den kann man einfach so hinstellen. Oben hat man zwar eine Beschränkung und es ist ja nicht ein Berg, es ist ein Vulkan in Kombination mit Berg. Ja, nett. Okay, wir sind angekommen. Wir steigen mal aus und eben jetzt Mods suchen. Ich weiß nicht, aber auf der anderen Seite müssen das Mods sein oder kann das nicht irgendwie sowas in der Richtung sein? Ja, aber eben das Mercy Hospital, nee, das wollen wir hier oben definitiv nicht. Eine Villa auch nicht. Das sind die Hochhäuser, die bringen uns auch nicht. Eine Tanke, das wäre doch was. Hier oben eine Tankstelle, das hat dann fast schon ein bisschen... Ja, hat schon fast wieder ein bisschen was. Ein Motel, ein Supermarkt, bringt auch nicht viel. So ein Hotel. Ja, geht nicht hin, das ist zu groß. Was bist du gleich nochmal? Ein Kino, macht halt auch nicht wirklich Sinn hier oben. Nachtclub sowieso nicht. Hier haben wir wieder die Wolkenkratzer. Und hier haben wir noch ein Fry Terminal. Auch das ist hier oben eher fehl am Platz. Das heißt, das bringt uns gar nichts. Wir müssten hier mal gucken. Ja, Tennisplätze und Co. Aber die Sachen, die bringen eben schon einen botanischen Garten. Der würde sogar hier hingehen. Wow. Der würde halt Touristen anlocken, wenn ich das richtig verstanden habe. Steht das irgendwo? Erhöht den Bodenrichtwert in seiner Nähe. Besucherkapazität 225. Doch, doch, das wäre genauso ein Gerät, das Besucher anlockt. Und das würde genau hier hingehen. Sollen wir es mal bauen? Ich würde sagen, wir bauen das mal. Jetzt habe ich zwar gesagt wegen Bänken und Co., aber so ein Teil passt hier eigentlich auch relativ gut hin. Wir bauen das mal und schauen mal, wie es aussieht. Das Gute daran ist nämlich, guck mal. Oh, doch, doch, das ist genial. Oh, wir haben hier Bänke, da muss ich nicht immer mehr gucken. Das Gute ist halt, dass hier das Ganze noch ein bisschen abgeflacht wurde durch den Bau. Das heißt, man sieht hier noch besser runter. Also wenn das nicht Leute anlockt, dann weiß ich auch nicht mehr, was Leute anlockt. Da muss ich jetzt glatt mal, huch, kurz spazieren gehen. Oh, und diese Ruhe durch die Springbrunnen, dieses Geplätscher, wunderbar. Also ich mag diese Station hier oben. Ich finde die jetzt schon einfach nur cool. Ja, sieht auch sehr stark aus. Wenn wir hier nochmal nach vorne gehen. Oh, dieses Pavillon, das steht natürlich auch hervorragend. Guck mal. Ja, wir können leider nicht richtig reingehen, aber man kann sich vorstellen, hier kann man definitiv wahrscheinlich ein Momentchen verweilen. Hier die Bänke. Ja, sehr schön. Gut, gefällt mir. Und eben, es hat natürlich auch den angenehmen Nebeneffekt, das gute Stück, dass es Touristen anlockt. Das heißt, hier müssen... Sollten theoretisch dann irgendwann mal sogar noch ein paar Leute mitfahren und sollten sie das nicht tun, dann ist es eigentlich auch nicht weiter schlimm. Eine ordentliche Kadenz haben sie hier an Bahn, also wir können hier Leute abtransportieren. Wir haben natürlich jetzt hier eben auch noch keine Verbindung. Die werden wir jetzt mal machen. Wo haben wir denn hier Buslinien? Bus, das ist die U-Bahn, das gucken wir uns dann auch mal noch schnell an. Wir haben hier unten eine Buslinie. Okay, und hier hinten haben wir doch keinen Strom mehr. Also irgendwie machen wir die langsam Sorgen hier. Und die haben kein Wasser, okay. Haben sie deswegen keinen Strom? Das könnte sogar noch sein. So, Wasser habt ihr. Wenn wir hier gucken, nicht genug Wasser. Ja, tatsächlich, okay. Die Power Station. Dann produziert sie keinen Strom. Jetzt hat sie Wasser, jetzt produziert sie Strom. Jetzt sollte hier hinten alles wieder okay sein. Bestens. Ja, so ein Flughafen ohne Strom ist irgendwie Käse. Das ist dann wohl richtig. Was macht eigentlich unser Wasser, bevor wir hier noch groß
weitermachen mit Bussen und Co. Das geht ja immer noch hier rein. Von hier vorne aus. Es ist ja schon interessant. Das weicht immer ein Stückchen weiter nach vorn. Aber hier hat auch noch ein Hügel. Hilft ja nichts. So, einmal Hügel bitte. Dankeschön. Das wird jetzt alles erhöht hier. Wo du auf der anderen Seite dann lang gehst, ist eigentlich dann relativ irrelevant. So, mal gucken, ob das reicht. Sage ich jedes Mal. Und es reicht dann eben doch nicht. Hier haben wir auch nochmal so ein Teil, wo das Wasser durchläuft. So, wenn dann hier bei der Monorail tatsächlich Wasser durchläuft, müssen wir da tatsächlich nochmal kurz was an der Monorail ändern. Das ist alles zu wenig hoch. Ich bin geneigt, jetzt hier tatsächlich nochmal einen Berg hinzustellen. Wenn es anders nicht geht. So, hier, hier und hier. Und hier noch ein bisschen in die Höhe und hier noch ein bisschen. Und ich fürchte, wir haben dann irgendwann ein Problem da mit der Monorail. Und das Wasser hier hinten, das kommt von hier, haben wir gesagt. Ja, jetzt läuft es einfach immer noch hier rein. Einfach von ein bisschen weiter vorne. Müssen wir hier nochmal in die Höhe. Oder läuft das Wasser hier durch, weil es zu wenig steil ist? Ich weiß es nicht. Ja, wir lassen es mal für den Moment. Denn, ja, wir müssen dem Ganzen aber auch ein bisschen Zeit geben, sonst funktioniert es nicht. Also, was heißt, sonst funktioniert es nicht? Jetzt funktioniert so nicht. Jetzt hat er da dreimal mein Handy gebimmelt. Das lenkt ab. Ich sollte das Teil übrigens in der Küche lassen. Das habe ich mir mal angewöhnt. Und jetzt habe ich es wieder vergessen. Gut, selber schuld. Also, eine Busstation. Ich wurde abgelenkt vom Wasser, das da schon wieder lang düst. Straßenbahn, nein. U-Bahn, nein, hier ist der Bus. Also, hier haben wir eine Buslinie. Die führt uns hier runter. Ach, hier hat es wieder den Strom gekappt, aus irgendeinem Grund. Ist aber egal, die haben ja jetzt eine eigene Stromversorgung. Das können wir dann abreißen. Ich brauche nicht das Depot, sondern ich würde einfach gerne eine Linie erstellen. Von, warum nicht hier vom Fußballstadion aus? Ich würde das von hier aus mal, oder vom Bahnhof aus. Hier haben wir doch irgendwo einen Bahnhof. Wo war der Bahnhof? Hier unten, Bahnhof und Flughafen. Das ist natürlich eh relativ nett. Machen wir eine neue Linie hinzufügen. Okay, die führt uns hier lang. Die hält dann mal hier. Und die geht dann hier rüber. Und die hält dann erst wieder hier hinten. Weil vorher gibt's nichts. So, dann das Ganze zurück. Machen wir mal mit der einen Linie, die wir schon haben. Wo ist ja der Haltepunkt? Hier unten. Hier zurück. Dann haben wir, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo wir hier noch angehalten haben. Doch, hier. Machen wir. So, und Linie abschließen. Wunderbar. Dann haben wir eine Busverbindung, die hier raufrasselt. Sehr schön. Jetzt könnte man sich noch überlegen, ob man nicht eben die U-Bahn auch noch mitnimmt. Wenn wir gerade eine in der Nähe haben. Welches war hier die U-Bahn? Das sind die Zeppeline. U-Bahn ist... Bist du die U-Bahn? Man sieht es ja nicht. Aber hier unten sieht man es. U-Bahn ist grün. Okay. Grün. Grün haben wir hier gar nirgends. Ja, hier oben. Aha, aha, aha. Düst hier durch. Könnte man eigentlich schon auch von diesem Bahnhof aus... Dass wir da noch lang gehen. Ja, das machen wir. Also, dann gibt das hier einen weiteren Anschluss, beziehungsweise eine weitere Röhre. So, mit der U-Bahn zum Ausflugsziel. Das ist ja schon nicht schlecht. Jetzt müssen wir hier oben aber natürlich noch einen U-Bahn-Bahnhof haben. Machen wir gerne. Der kommt hier nebenan. Einmal die Röhre. Da rein. Und dann die Linie. Von zack, hier. Einmal quer hier runter. Ist nicht mal allzu weit. Hier rein und wieder zurück und Linie abschließen. So, wunderbar. U-Bahn haben wir auch. Wie sieht das denn rein optisch aus? Auch ganz nett. Das passt hier eigentlich perfekt hin. Bushaltestelle haben wir jetzt auch irgendwo hier vorne. Eisenbahn würde ich nicht machen. Da bräuchte man nochmal einen Bahnhof. Das würde ich eigentlich wirklich lassen. Aber, was haben wir denn noch Schönes? Eine Kuh. Nee, ein Elch. Ein Hirsch. Eine Straßenbahn passt hier irgendwie auch nicht hin. Eine Straßenbahn, die zum Ausflugsziel führt. Was würde hier noch hinpassen? Die Zeppeline vielleicht. Dass wir mit dem Zeppelin noch hier hinfliegen können. Das wäre noch eine Idee. Aber ich muss noch mal kurz eine Kontrolle machen. Okay. Hier hinten. Ja, das
verbessert, aber irgendwie fließt uns das Wasser hier tatsächlich auch ein bisschen durch die Aufschüttung durch. Da können wir gar nicht mehr viel machen. Das ist ja interessant. Das sollte hier doch eigentlich nicht lang fließen. Ein bisschen breiter machen den Spaß. So, am Schluss haben wir hier nur noch Hügel. Okay, ein bisschen breiter hätten wir es gemacht. Jetzt sollte es hier tatsächlich eigentlich nicht mehr rauslaufen, hoffe ich mal. Haben wir hier irgendwo ein Loch? Ich glaube nicht. Hier kommt es auch immer noch daher. Hier läuft es auch tatsächlich, guck mal, hier läuft es durch den, ja, durch den Damm durch, wenn man so will. Wie können wir das denn regeln? Wenn wir hier nochmal erhöhen, bringt nichts, weil hier ist dann die Zuglinie trotzdem unterbrochen. Und wenn ich jetzt hier einfach mal klicke, kriegen wir vielleicht hier mit dem Boden ein bisschen höher rauf. Ja, das würde klappen. Machen wir hier mal den ganzen Fluss ein bisschen schmaler. So. Funktioniert das? Ich weiß es nicht. Ich bastel mal. So, okay. Hier auch noch gerne ein bisschen breiter. Okay. Das ist höher und breiter. Das ist eigentlich mehr höher als breiter, aber okay. Aber man sieht schon, hier läuft das Wasser unten durch. Obwohl wir hier diese Wand haben, da kann man gar nichts machen. Was soll ich denn hier noch machen? Da schwappt einfach das Wasser durch. Oder lässt das jetzt nach? Ah doch, jetzt lässt es nach, okay. Jetzt wäre es noch schön, wenn sie hier auch noch nachlassen würde. Hier läuft es auch durch. Eieiei, so, jetzt läuft es nicht mehr. Aus dieser Position oder aus dieser Perspektive sieht man es eigentlich besser. Jetzt wird hier aber das Wasser wieder höher. Aber guck mal, jetzt ist das Wasser hier zumindest weg. Hier läuft es noch durch. Das wird verstärkt. Nicht, dass wir irgendwo das Ganze verstärken, dann läuft es einfach beim nächsten Ort wieder durch. Das wäre ein bisschen Käse. Hier läuft es auch raus. Ich hätte schon viel früher mal von hier aus gucken müssen. Da können wir aber nichts mehr machen. Da ist das Stromteil im Weg. So, gut. Ja, wir müssen das nach und nach machen. Hier läuft auch ein bisschen Wasser durch, sieht man. Vielleicht das Ganze nochmal kappen. Das Problem ist halt, wenn wir hier einen Hochwasserschutz installieren, das können wir nur machen, wenn wir kein Wasser haben. Wenn ich das hier wieder einstampfe, dieses komische Gebilde, dann kommt das Wasser natürlich raus, überschwemmt alles und dann können wir wieder nichts mehr bauen. Wir müssen im Prinzip den Wasserschutz hier links davon hinstellen und das dann wieder runterdrücken. Das wäre eigentlich eine Möglichkeit, wie wir das Ganze lösen könnten. Denn ich sehe schon hier mit diesem Hügelgebaue, das führt zu keinem Ziel. Wir sind hier die ganze Zeit unter Wasser. Das bringt nichts. Aber die Züge fahren wieder. Das ist schon mal schön, weil das Gleis wieder frei ist. Gut, bestens. Wie sieht es hier hinten aus? Haben wir hier vielleicht schon mal Leute? Nein. Haben wir hier überhaupt die U-Bahn angeschlossen? Moment. Doch, doch. Funktioniert nur, weil das gerade so komisch aussah. Die Straße ist nicht angeschlossen. Das heißt, die ganze U-Bahn ist in dem Sinn dann immer noch nicht angeschlossen. Wir nehmen hier mal Kollege Straße. So, und gehen hier runter. Und hier müssen wir halt relativ steil rein, wenn es geht. Geht nicht. Das ist dann eher doof. Hier kommen wir gar nicht raus. Ich werde jetzt aber nicht das Teil da versetzen. Und dich kann ich wahrscheinlich nicht versetzen. Doch, geht. Aber kann ich dich hier noch hinstellen? Ja. Und dann geht das tatsächlich dann da rein. Jetzt nochmal gucken. Oh, das sieht halt nicht... Nee, das sieht Käse aus. Nochmal versetzen. Nee, das müssen wir anders lösen. Oder kommen wir jetzt hier nicht mehr? Doch, wir kommen. Ja, das gefällt mir 100-mal besser. Das Problem ist aber, wir kriegen die Straße hier nicht raus. Und wir haben Nachfrage nach Wohnungen. Die werden wir in der nächsten Folge angehen. Ich komme ja nicht raus. Oh, Moment, so geht's. Okay, dann machen wir das eben so. Das ist ja eigentlich auch egal. Dann geht's hier wieder rein. So, interessante Konstruktion. Aber jetzt ist das Ganze wesentlich angeschlossen. Das heißt, hier kommen dann vielleicht doch noch ein paar Passagiere im Laufe der Zeit an. Wir werden sehen. Und sonst muss ich sagen, mir gefällt dieses Fleckchen. Mir gefällt auch hier das Ausflugsziel mit diesem Teil hier oben. Aber das ist klar. Jetzt kriegen wir hier dann ein Müllproblem, ein Polizeiproblem, also mit der Kriminalität und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass wir hier oben eine Müllhalde hinstellen und eine Polizeistation und ein Krankenhaus. Das würde alles komplett verschandeln. Da leben wir lieber damit, dass die hier ein Problem haben damit. Weil, ja, das interessiert uns jetzt mal nicht wirklich. Wir können nichts anderes machen. Wir können hier oben nicht
Krankenhäuser und Co. hinstellen. Das wäre schade. Gut, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann kümmern wir uns in der nächsten Folge hier nochmal um die Anschlüsse, würde ich sagen. Und wir werden dann auch mal wieder neue Wohnungen pflanzen können. Das führt uns dann wahrscheinlich mal wieder zurück nach Malle. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.